Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Zug. Ich heiße Sibylle Hartmann und bin Bäuerin auf dem Schluchthof in Cham. Der Zuckerbauernverband koordiniert Schulen auf dem Bauernhof. Es ermöglicht den Kindern einen aktiven Unterricht. Zusammen mit meinen kleinen Hühnerprofis aus Cham behandeln wir heute das Thema «Der Lebensraum vom Huhn». Wisst ihr noch, bei den Hühnern, das ist jetzt gerade das Liebeshuhn da, wie das hier oben heisst. Kinder lernen neue Begriffe und Eigenschaften von den Tieren und vertiefen so die gelehrten Sachen. Was hat sie im Eigentlichen? Bei verschiedenen Pösten lernen Kinder, was ein Huhn braucht, um glücklich zu leben. Das Farbige ist gekocht. Was passiert mit dem? Wir suchen auf dem Betrieb verschiedene Nahrungsmittel, die die Hühner gerne haben. Die sinnvollen und intensiven Erfahrungen fördern die Sozialkompetenz und das Bewusstsein der Kinder sich und der Umwelt gegenüber. Schule auf dem Bauernhof ist der Unterricht für Kopf, Herz und Hand und wir probieren, alle Sinne einzusetzen. Dank Swisslos und anderen Spenden ist es im Zuger Bauernverband möglich, Schule auf dem Bauernhof durchzuführen und so viele Kinder für die Natur und Tiere zu begeistern. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.